Der Sportwelt TV Wettcheck. Foxborough hat in der vergangenen Saison die Erwartungen nicht erfüllt. Doch nun präsentiert sich der Schützling von Trainer Peter Schirgen erstmals im Wallach-Status. Gegen nicht übermäßig starke Konkurrenz könnte der Vierjährige deshalb in neue Welle Auftaktrennen zum Zuge kommen. Mit dem aus England anreisenden Surrey Thunder stellt sich den deutschen Pferden im Derby-Trial ein starker Gast aus dem Ausland entgegen. Der Le Havre-Sohn war zuletzt Dritter in einem Grupperennen in Frankreich und ist deshalb unser Tipp im Derby-Trial. Sarino war nach seinem guten Debüt, das Sie hier sehen, bei seinen nächsten Starts ohne Chance. Nun kommt er nach einer Pause erstmals als Wallach an den Start und sollte sich schon von ganz anderer Seite präsentieren können. Sarino ist unser Tipp im vierten Rennen des Tages. In einem ganz offenen Rennen fällt unsere Wahl auf den belgischen Gast Ashes to Glory. Der Oldie gab in Mülheim bei seinem späten Saisondebüt eine gute Vorstellung, als er den dritten Platz belegte. Mit ein klein wenig Steigerung kann Ashes to Glory das fünfte Rennen des Tages gewinnen. Royal Jumsane ist eines der besten Pferde seines Jahrgangs in Deutschland. Der Hengst, der heute sein Saisondebüt gibt, war im vergangenen Jahr Dritter im Deutschen Derby und Dritter im Großen Preis von Berlin. Diese Formen machen Royal Jumsane zu einem heißen Anwärter auf den Sieg im Großen Preis der Badischen Wirtschaft. Iliada scheiterte in Köln nur an einem Seriensieger, der wohl in einer ganz anderen Straße zu Hause ist. Mit All Win und Nadelwald ließ sie dabei bereits zwei heutige Gegner hinter sich. Iliada ist deshalb unser Tipp im siebten Rennen des Tages. Taron ist ein Dreijähriger, der bislang zwar noch nicht groß auf sich aufmerksam machen konnte, es aber nun so einfach antrifft wie nie zuvor. Mit dem niedrigen Gewicht kann er sich bei seinem ersten Start gegen ältere Pferde durchaus behaupten. Taron ist deshalb unser Tipp im achten Rennen des Tages. Alenza kam bei ihrem ersten Start im Handicap gleich zu einem Sieg, als sie in Hannover aus schier unmöglicher Position noch gewann. Das sah so gut aus, dass die Stute das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben muss. Alenza ist deshalb unser Tipp im neunten Rennen des Tages. Atreyu kommt zwar aus einer kleinen Pause, doch sein letztes Laufen in Mülheim war gut genug, denn Shining Emerald und McQueen, die auf dem Raffelberg vor ihm waren, siegten beide anschließend in einem Listenrennen. Atreyu mag auch Baden-Baden und ist deshalb unser Tipp im letzten Rennen des Frühjahrsmeetings.